Was haben wir denn da unten für eine Quest? Ach, das ist er. Was macht er? Ja, das hast du ganz schön gemacht. Hast Kacke an den Baumstamm geschmiert. Das ist bestimmt gut mit deinem kaputten Arm. Besonders heilungsfördernd. Können wir hier noch was verbessern? Höhlenbärenfell, dann hätten wir da genügend. Aber ich glaube, davon haben wir nichts im Lager. Guck ich mal kurz noch bei ihr vorbei. Ach, Feuer gibt's doch nicht. Südstein und Südahorn. Warte, da gucke ich mal ganz kurz, weil das sind ja ganz andere Sachen, als die anderen brauchen. Da habe ich nicht nachgeschaut, weil ich bei ihr halt gerne den anderen Bogen noch haben würde. So, nochmal schnell zurückrennen. Belohnungslager, was sagst du denn? Wir haben hier alles einpacken. Einfach, weil ich es kann. Südstein einpacken, weil ich es kann. Ach, das ist voll. Schilf. Schiefer, Ton, halt, da ging doch noch mehr. So, und Südsteinstaub braucht man auch. In der Tasche vor allem, Staub einfach mitnehmen. Mache ich das auch noch leer. Komm, das nehme ich auch mal mit. Das ist voll. Ein Höhlenbärenfell, da brauchen wir noch eins, okay. So, okay. Jetzt wissen wir zumindest, was wir verbessern können. So, und dann konnten... Ich glaube, es reicht um bei ihr. Natürlich nicht. Ah, verdammt. Hey, war es hier wirklich immer schöner. Den gab es vorher noch nicht, diesen komischen Ausguck oder was auch immer das sein soll. Hier wohnt jetzt noch jemand. Bei ihm sind wir ja nicht ganz so oft. Ist das überhaupt richtig? Ach, da. Streifenwolf. Streifen... Ja doch, Streifenwolffell. Nee, das haben wir leider nicht. Und ich weiß auch nicht, wo wir den herkriegen sollen. Ich habe noch niemals einen Streifenwolf gesehen. Hey, du... Ja, Smarakaka. Nenn mich ruhig so. So, wir schauen mal schnell bei Seila vorbei. Zwar leider ohne Stimme, ganz leise, aber naja. Wie gesagt, tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Machen wir. Wir werden der beste Jäger überhaupt. Ah, sieh mal einer an. Blutfang, Säbelzahnjagd. Das gefällt mir. Die können wir... Das sind die drei Großen, die wir noch fangen können. Schneeblutwolf. Das wird schön. Zähmen. Und Zähmen. Das wird ein Spaß. Darauf freue ich mich. Ach, hier auch noch. Mammut.
Schädel des Blutfang-Mammut. Warte, rauszoomen noch ein bisschen. Das war es dann aber, gell? Ich weiß nicht, wie weit es nach hier unten noch geht, aber wir haben, glaube ich, schon einen Großteil der Karte jetzt mittlerweile entdeckt. So. Nein. So. Was haben wir jetzt noch gebraucht? Südahorn. Okay. Winja. Hallo. Hm. Winja. Nein. Okay. Können wir das Tür... Nö, das können wir nicht durchsuchen. Sie ist nicht zu Hause. Okay. Ah, Feuer, verdammt. Ich dachte schon, wir brennen wieder. Na du? Hm. Redet nicht mit uns. Arrogant. Okay. Ich mach jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Aha, hier wird gearbeitet. Ich glaube, das sind unsere Diener, deswegen sitzen die hier. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Und ich werde nochmal schauen. Anu, ich wollte eigentlich mir die Höhlenmalerei angucken. Ich werde nochmal gucken, ob ich irgendeine Information finde, wie wir oder was man machen kann, damit die Stimmen wieder ordentlich sind. Aber, naja, mal sehen. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob man da irgendwas findet. Ich habe ja schon mal geschaut, habe da aber immer mehr die Fehlerbeschreibungen für Far Cry, weiß gar nicht, 4? War der 4er, war glaube ich, der vor Primal, oder? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wie gesagt, den habe ich ja noch nie gespielt gehabt. Das ist ja mein erster Far Cry Teil. Und... naja, bei Far Cry 4 gab es dieses Problem wahrscheinlich auch schon. Und ja, ich weiß, ich scheine aber halt bekannt zu sein. Nur irgendwie gab es nirgendwo wirklich eine Lösung, weil die meisten Lösungen für den PC waren. Okay, jetzt sind wir schon wieder draußen, das wollte ich überhaupt nicht. Da hinten sind Ziegen. Okay. Wir können doch jetzt wieder... Yay! So. Okay, wir gehen eh wieder zurück. Ich hoffe, ich denke dran in der nächsten Aufnahme, dass wir gucken, ob im Lager noch ein bisschen Holz ist, aber ich glaube nicht, ne? Wir nehmen das Holz immer direkt mit, weil wir das so dringend brauchen. Ich renne jetzt nochmal schnell zurück. Da. Hier verläuft man sich sehr schnell. Wo war denn eigentlich diese Höhle, in der diese giftigen Gase waren? Ich weiß, es gab hier eine. Oder? Täusche ich mich da jetzt gerade? Naja. Wir werden es in der nächsten Aufnahme sehen. Unser Dorf sieht wirklich langsam richtig schön aus. Das gefällt mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, ich entschuldige mich dafür, dass das mit dem Lager so ewig lang gedauert hat. Das sah gerade so anders aus. Ja, also das Lager tut mir echt leid, aber jetzt bin ich froh, dass wir es geschafft haben. Auch wenn es sehr schwer war, wir haben es geschafft. Und damit ist ja quasi jetzt bewiesen, wenn wir uns viel Zeit nehmen und vor allem, wenn wir in Ruhe an diese Sache rangehen, können wir auch schon sehr schwere Aufgaben schaffen. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und, was hieß, tschüss, ich glaube, Smarka. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal in unserer wunderschönen Höhle. Nein, ausruhen wollen wir uns nicht. So, pass auf. Es gibt, ich weiß nicht, wann das freigeschalten wurde. Wir können unseren Speer verbessern. Das finde ich toll. Und Fähigkeiten, erstmal hier kurz wieder reinkommen. Haben wir 3 Stück. Haben wir auf irgendwas vorgehabt zu sparen? Ich habe keine Ahnung. Abwurf, Angriff 2. Ich glaube, wir machen mal das. Das ist nämlich der Grund, weshalb wir nicht immer alle angreifen können. So. Und damit der Einstieg wieder gelungen ins Spiel. So, was sagt denn unser Belohnungslager? Das nehme ich mit. Wir haben ja immer akuten Holzmangel. Das haben wir voll. Das haben wir jetzt auch wieder voll. Das auch.
die Blätter. Mache ich die voll oder nicht? Grünblatt auf jeden Fall, weil das haben wir als Heilung. Und Fleisch mache ich auch mal voll. Dorfrohstoffe. So, wir wollten... Oder wir haben ja besser gesagt schon von irgendjemandem jetzt Höhlen verbessert gehabt. Ich glaube einmal unsere, wenn mich nicht alles täuscht. So, unsere war, genau, die ist jetzt komplett aufgerüstet. So, ich warte kurz, bis hier alles durchgelaufen ist. Moment. So. Was brauchen wir bei dir? Schilf, Mammuthaut, Alder, Holz. Aha. Mammuts, also schon wieder mal jagen. Das finde ich nicht so toll. Was brauchen wir bei dir? Höhlenbärenfell, aber tatsächlich nur noch das. Mir kommt da gerade eine Idee. Ich will was austesten gehen, warte mal. Nee, das kann ich nicht machen. Ich habe gerade überlegt, ob ich unseren Höhlenbär rufe und den einfach töte. Na? Meinst du, das ist so gut, einfach Sachen zu essen, die du im Boden findest? Was brauchen wir denn bei dir noch? Südstein, Südahorn, sonst nichts. Und bei ihm nochmal schnell schauen. Ich vergesse sowieso alles, was wir brauchen, aber egal. Ach da. Und bei dir... Ach ja, genau, der Streifenwolf. Ich erinnere mich. Den Wolf, den ich noch niemals gesehen habe. So. Da freut sich das Mädchen. Ich gehe erstmal kurz aus dem Dorf raus, damit unser Tierchen wiederkommt. Also der Speer sieht schon cool aus. Kommt überhaupt ein Tierchen? Kommt jetzt eins? Habe ich es gerufen? Ne, ich glaube nicht, oder? Jetzt. So, was sagt denn die Karte? Ach ja, genau. Schwer, aber wir haben ja schon das Udam-Lager eingenommen. Das war, glaube ich, auch schwer, wenn ich mich richtig erinnere. Wir werden... Hallo. Wir werden den Blutfang-Säbelzahn-Tiger versuchen zu fangen. Ganz kurz gucken, so kam ich hier hin. Hier gleich mal ein paar neue Pfeile herstellen. Das ist voll. Hier kann ich auch mal ein bisschen nachfüllen. So. Okay, dann versuchen wir mal, den Blutfang zu finden. Da bin ich ja mal gespannt. Und vor allem nebenbei nicht vergessen, wir brauchen Schilf und so ein Gedöns. Also hier mal wieder schön die Fauna auseinander pflücken. Oder ist es die Flora? Flora und Fauna? Eins steht für die Tiere, eins für die Pflanzen. Ich glaube, die Flora sind die Pflanzen. Das heißt ja auch Florist. Und der handelt mit Pflanzen und nicht mit Tieren. So, hier haben wir noch ein bisschen Holz. Rupf. So, ich glaube, das Schiefer könnte voll sein. Eventuell. Nö, okay. Aber Schiefer ist tatsächlich nicht das, was wir gerade am dringendsten brauchen. Komm schon, du kannst hier hoch. Sehr gut. Der Tigri schafft... Ihr gehört zu uns. Alles klar. Hallo. Sammelt ihr auch schön? Guda Pashta. Tudam Shanti. Okay. Er hat bestimmt was Nettes zu uns gesagt. Sowas wie... Oh, pscht, pscht. Sowas wie sei gegrüßt, Bruder, oder sowas. Habe ich den getroffen? Nee, ich glaube, ich habe unseren Tigri getroffen. Okay, Tigri, alles gut. Sorry, falls ich dich getroffen habe, ne? Das war nicht so gemeint. So, den ankrabbeln, den ankrabbeln. Weiter geht's. Ach so, warte, Holz sammeln. Da. Und da drüben. Ah, hier. Ich schaue mal auf der Minimap und versuche es dann so zu finden. So, seid ihr? Ihr seid uns, okay. Zavala, was auch immer das heißt. Da ist noch was.
Da hat irgendwer Probleme mit einem Bären. Oh, zwei Bären. Nein, da mischen wir uns lieber nicht ein. Da gehe ich mal lieber schnell. Mit den Bären möchte ich nichts zu tun haben. Überall hier plötzlich Kampfgeräusche, Mensch. Bleib schön weg. Okay. In der Nähe befindet sich eine Bestienmeisterjagd. Waren wir hier oben eigentlich schon mal? Ich weiß, ich habe schon mal versucht, da lang zu kommen, aber habe ich den Weg gefunden oder nicht? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ist da eine Höhle? Nö. Ich glaube, wir sind hier nicht hochgegangen. Ich hatte es, glaube ich, vor, aber habe dann irgendwie gemeint, nö, doch nicht. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Und ich frage mich außerdem, wer diese Dinger hier überall hingebaut hat. War das unser Volk? Waren das die Isiler? Waren das die Udam? Oder war das vielleicht jemand, den wir überhaupt nicht kennen? Kann ja auch sein. Irgendwas Geistliches, irgendwas Mystisches oder so. Tja, sorry, Tigri, hier kannst du nicht mitkommen. Du schaffst es schon irgendwie nach oben zu kommen, da bin ich sicher. Du schaffst das immer. Oder vielleicht soll er gar nicht mit hier hochkommen. In die Höhle rein. Na dann. Da kann er bestimmt nicht mit rein. Erkundet die Höhle. Irgendwas scheint schon mal hier gewesen zu sein. Ich bin mal lieber ein bisschen leise. Oh, er kann doch mit, okay. Ich wähle das schon mal aus. Okay. Jetzt müssen wir in der Dunkelheit weiter. Fällt mir auch ehrlich gesagt besser. Kommt irgendwie authentischer vor, dass man hier in der Dunkelheit lang geht. Da runter und wir sind höchstwahrscheinlich tot. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich möchte es jetzt aber nicht austesten. Wir könnten, wenn wir runterfallen, können wir uns wieder hochziehen. Hier ist es ziemlich laut, bei mir gerade zumindest. Oh, okay. Pass mal auf. Du gehst mal weg. Huch. Naja. Was? Ach doch, er hat es geschafft. Ich habe gedacht, wir sind abgestürzt. Okay. Sehr gut. Psst. Wir müssen ganz leise sein. Sonst hört er uns. Verdammt, Moment. Meine Wange juckt. So. Nur mal so. Ah, okay. Ich wollte auch noch mal gucken, wie ich den Köder dann auswerfe. Ob wir den wirklich hier in der Höhle finden oder ob wir dafür nochmal woanders hin müssen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Na komm schon, zieh dich hoch. Sehr gut. Bedrohlich wirkende Musik. Oh, na das gefällt mir nicht. Wir müssen uns hier runterlassen. Ah ja, komm, da ist Wasser. Hüpf ich runter. Los, schon hoch. Die Frage ist, wird er jetzt da oben sein oder noch nicht? Ich bin mir nicht sicher, gehören die Geräusche zur Musik oder nicht? Blutfang, Säbelzahnjagd.
Also man merkt übrigens, warte, also man merkt mit der Sprache. Okay, wir wissen doch schon. Na gut. Die Untersuchungsgebiete auf der Minikarte enthalten Spuren, die von großen Bestien hinterlassen wurden. Einige große Bestien können gezähmt werden. Dafür musst du sie allerdings zunächst besiegen. Okay. Solltest du sterben, bleiben die Wunden, die du den großen Bestien zugefügt hast, für deinen nächsten Jagdversuch erhalten. Oh, das gefällt mir. Also man merkt, die Stimmen haben immer noch einen Fehler. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Der Bug, der geht einfach nicht weg. Oder ist es ein Bug? Ich habe keine Ahnung. Ich finde auch nichts im Internet. Vielleicht suche ich auch nicht richtig. Ich habe keine Ahnung. Aber naja. Jetzt, was sind das eigentlich für merkwürdige Pilze hier?